Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine weitere Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video werfen wir einen Blick auf Hubert von Reusens Tournee Zeiten und Zeichen. Bleibt dran! Hubert von Reusens Tournee Zeiten und Zeichen ist ein musikalischer Genuss, ist ein kultureller Fingerzeig, ein gesellschaftliches Habt Acht und denkt einmal drüber nach. Ich saß in Zeiten und Zeichen von Hubert Geusern drin und war überrascht über die Themen, die er während dieses wirklich vorzüglichen Konzertes angesprochen hat und über was er erzählt hat. Er gibt den einen oder anderen Schwank aus seinem Leben dem Publikum bekannt, erzählt über seine Reisen in Afrika, glaube ich, war das, und Island. Und er hat sogar ein Lied über Franz Leher, wo ich mir gedacht habe, wow, über diesen Stoff, über diese Thematik ein eigenes Lied zu schreiben, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, habe ich nicht erwartet, ist aber ein Lied zum Nachdenken. Es bringt einem einen Charakter näher, der in einer der schlimmsten Zeiten der Weltgeschichte gelebt hat, der in der NS-Zeit einen Sonderstatus bei Adolf Hitler genossen hat, mit jüdischen Wurzeln, mit einer jüdischen Frau und einem Kontext, der wahrscheinlich nie alt wird, der immer aktuell sein und bleiben wird. Nämlich, denkt nicht über Herkunft, denkt nicht über Regime, über Hautfarben nach, sondern über das, was die Gesellschaft wirklich braucht, über das richtig und falsch. Und versteckt euch nicht in großen Massen oder seid Mitläufer irgendwelcher populistischen Ströme. Hört nicht auf zu denken. Roter Faden in dem Konzert von Hubert von Geusern, auch als er so ein, es war kein Zitat, aber ich versuche es jetzt zumindest sinngemäß zu zitieren. Er hat angesprochen, wir leben in einer Gesellschaft, wo schon Kinder mit dem Finger auf Erwachsene zeigen. Wir leben anscheinend in einer Gesellschaft, wo der moralische Kompass von den Kindern vorgegeben wird und schon Kinder merken, liebe Erwachsenen, da läuft was falsch. Angesprochen bzw. ich interpretiere in diese Aussage hinein die Bewegung Fridays for Futures, die ganzen Kinder, die ganzen Jugendlichen, die jetzt mittlerweile sehen, wo uns die Politik der letzten 20, 30 Jahre hinführen wird, nämlich in eine Gesellschaft, wo die Lebensqualität der nachkommenden Generationen immer mehr abnehmen wird und wo wir uns mehr denn je Gedanken über das Klima machen müssen, über globale Erwärmung, über Unwetter und Wetterextreme. Und ich finde es richtig, es so anzusprechen. Ich finde es eine Aufgabe der Kultur, der Kunstszene, hier mit dem Finger drauf zu zeigen und so etwas nicht vergessen zu lassen. Ich war auch wieder eine Spur weit schockiert, es so für mich deutlich angesprochen zu bekommen, weil ich es nicht erwartet habe, weil ich erwartet habe, mich mit schon kritischer Musik auseinanderzusetzen. Und jetzt nicht unbedingt
in gesellschaftspolitische Themen zu verlieren. Aber hier habe ich Hubert von Geusern eine Spur weit unterschätzt, denn er ist ja immer ein sehr bodenständiger Künstler gewesen und er ist es auch geblieben. Also erwartet euch nicht große Kulissen oder große Dekorationen, Kostüme etc. pp. Von dem Konzert, sondern es geht in die Richtung Unplugged, es geht in die Richtung, hey, Wohnzimmercharakter, Wohnzimmeratmosphäre. Sitzen wir mal zusammen und machen wir eine Jam-Session gemeinsam. Und dann in diesem Kontext auch noch so direkt angesprochen zu werden über Geschichten wie Franz Lehár, über Geschichten wie Fridays for Future, bringt einem zum Nachdenken. Man geht selbstreflektierend von dem Konzert nach Hause. Und das natürlich dann auch bei Riesenzugaben wie Brenner tut's gut. Alleine schon der Text bringt einem ja zum Nachdenken. Selbst mit diesem Partycharakter, mit diesem rockigen Charakter von Brenner tut's gut, ist es ein Lied, das einen nicht kalt lässt. Und gerade live in diesem Kontext, in dieser Konzertreihe, in dieser Liederzusammenstellung und zu dem Zeitpunkt, wo es von Hubert von Geusern und seiner Top-Band präsentiert wird, ja, da wird einem anders ums Herz. Da fühlt man sich persönlich angesprochen. Da fühlt man sich angeregt zum Nachdenken und positiv motiviert, weil es mehr Menschen gibt, die etwas verändern wollen, weil es einem zeigt, dass man nicht alleine ist mit der Hoffnung, mit dem Gedanken, es wird wieder besser werden, wir werden die Kurve kriegen. Und das ist neben dem musikalischen, mit dem künstlerischen gemeinsam eine wirklich runde Sache. Keine effektvolle Sache, keine, wir reißen jetzt alles nieder und fahren auf, was wir auffahren können, sondern es ist eine minimalistische, schöne, anspruchsvolle, kulturelle Reise in die Geschichte von Hubert von Geusern. Von meiner Seite her kann ich jedem nur empfehlen, schaut, ob ihr noch Karten kriegt, schaut, ob ihr noch die Möglichkeit habt, dieses Konzert, diesen Künstler live auf der Bühne zu sehen und zu hören. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.